Hallo und willkommen zum Wettkampf der Titanen. Wir berichten live von Race S' Sprungrampe. Nirgendwo sonst ist man dem Himmel so nah. Sehen wir uns mal an, was auf die Monster Trucks zukommt. Nach einem hügeligen Start fällt die Rennbahn plötzlich steil ab. So können die Trucks die nötige Fahrt aufnehmen, um durch diesen schwingenden Feuerreifen zu springen. Die Teilnehmer müssen einen kühlen Kopf bewahren, denn der Cup der Titanen steht auf dem Spiel. Herausforderung angenommen! Ich liebe eine gute Herausforderung. Auf geht's! Runde 1. Roger Dodger gegen Race Ace. Lass die Motoren aufheulen. Wow, was für ein Wahnsinnsstart in den Wettkampf. Das müssen wir uns gleich nochmal ansehen. Yeah! Beide Trucks kommen gut los und rasen den Berg hinunter. Race Ace geht vor Roger Dodger in Führung. Sie setzen zum Sprung an und... Oh nein! Roger Dodger muss nach links ausscheren, um dem Feuerreifen auszuweichen. Währenddessen fliegt Race Ace mühelos durch den brennenden Reifen und über die Ziellinie. Was für ein Endspurt! Ich bin jeder Challenge gewachsen! Five Alarm gegen Tiger Shark. Der Feuerreifen wartet schon auf seinen nächsten Bezwinger. Autsch! Das war bestimmt heiß. Nochmal in Zeitlupe. Tiger Shark legt einen holprigen Start hin und überlässt Five Alarm die Führung. Five Alarm rast den Berg hinunter. Sieht so aus, als hätte er den Sieg schon in der Tasche. Du meine Güte, wer hätte das gedacht? Five Alarm kracht gegen den Feuerring und geht kurz vor der Ziellinie zu Boden. So kann Tiger Shark mit einem Vorwärtssalto den Sieg einfahren. Da-da-da-da-da-da. Tiger Shark ist weiter. Spürt den Schmerz. Mega Rex fährt sich schon warm. Wessen Zähne sind schärfer? Deine oder die von Radical Racer? Klingt auf jeden Fall scharf. Mega Rex gegen Radical Racer. Diese Trucks haben es faustdick hinter den Ohren. Das war ein heißes Rennen. Sehen wir uns das nochmal an. Los, los, los! Wahnsinn! Die Trucks legen einen ausgezeichneten Start hin und fliegen den Berg runter. Radical Racer gelingt es, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Sie springen Kopf an Kopf durch den Feuerreifen. Und Mega Rex kollidiert frontal mit dem brennenden Hindernis. Radical Racer holt sich nur knapp den Sieg und ist weiter. Kaboom! Pure Muscle gegen Bone Shaker. Auf die Plätze, fertig, los! Wow, 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 ein unglaubliches Rennen. Sehen wir uns das Ganze nochmal an. Bone Shaker geht schon gleich zu Beginn in Führung. Pio Muscle hat wohl vergessen, sich vor dem Rennen zu dehnen und kommt kaum vorwärts. Bone Shaker absolviert einen perfekten Sprung durch den Feuerreifen und stellt damit seine Muckis unter Beweis. Bone Shaker gewinnt das Rennen. Ich lasse es krachen. Auf ins Halbfinale.
Race Ace fährt sich gerade warm zur großen Freude des Publikums. Race Ace! Race Ace! Race Ace! Es geht doch nichts über laute Fans, um das Adrenalin in Ballung zu bringen. Woohoo! Mal sehen, ob ihm diese Energie zum Sieg verhelfen wird. Race Ace gegen Tiger Shark. Der Sieger sichert sich seinen Platz im Finale. Was für ein Rennen! Die Trucks rasen Reifen an Reifen den Berg hinunter und auf den großen Sprung zu. Race Ace bleibt seiner Linie treu und gibt alles. Er fliegt am Feuerreifen vorbei und über die Ziellinie. Was für ein eleganter Endspurt! Tiger Shark verpatzt den Absprung und stürzt in die Tiefe. Bye bye, Sharky! Race Ace ist im Finale. Ich bin der absolute Renner! Boneshaker bereitet sich gerade auf sein nächstes Rennen vor. Macht euch auf was gefasst, denn ich heiz euch gleich ein! Ich rocke das! Radical Racer gegen Boneshaker. Das wird ein spektakuläres Rennen! Unglaublich! Die beiden Trucks werden auf der hügeligen Piste ordentlich durchgerüttelt. Boneshaker geht in Führung und springt als Erster durch den Feuerring. Oh nein! Radical Racer fliegt zu nah an den Flammen vorbei und kommt zu Fall. Boneshaker fährt als Sieger über die Ziellinie und ist somit im Finale. Flammen können wir nichts anhaben. Wir berichten live von der Vulkanarena, wo sich die Finalisten gerade warm fahren. Unser Lieblingsdraufgänger stellt sich unserem Lieblingsrebellen. Werden sie einen kühlen Kopf bewahren können? An mir verbrennt man sich die Finger! Ich bin Feuer und Flamme! Es ist soweit! Race Ace und Boneshaker kämpfen um den Cup der Titanen! Zeigt, was ihr drauf habt! Boneshaker gelingt es gleich zu Beginn in Führung zu gehen. Race Ace versucht aufzuholen, verliert aber kurz vor dem großen Sprung die Kontrolle. Boneshaker springt seitlich durch den Feuerring und fährt souverän mit dem Totenkopf voran über die Ziellinie. Ich liefere immer eine brandheiße Performance ab. Da haben wir es. Boneshaker holt sich den Sieg und gewinnt den begehrten Cup der Titanen. Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen.